Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Jeanette und sprüße euch herzlich zum neuen Unboxing, auch wenn das Paket schon geöffnet ist. Und zwar, ich habe mal wieder bei Mandarake ein bisschen was Schönes ersteigert und eine, zwei Kleinigkeiten so dazugenommen für 1-2 Euro. Und ich habe gedacht, komm, das unboxe ich euch mal wieder. Keine Sorge, ich habe nicht vergessen, dass ich nochmal ein separates Video rund um den Bestellprozess bei Mandarake machen wollte. Das folgt auf jeden Fall noch. Aber meine Liste an Videos, die ich machen will, ist ellenlang, das glaubt ihr gar nicht. Und ja, ihr seht halt, gut, ist gut verpackt. Weil warum es halt geöffnet ist, man musste das Unboxen filmen, damit, falls was fehlt, man erstatten kann. Irgendwie sowas war das. Und ja, wirklich, das war original so verpackt. Ich habe es auch versucht, beim Wiederreinlegen so hinzukriegen. Und ja, Plastik ohne Ende. Und da begrüßt einen dann auch schon das erste Produkt, das war, was ich für 2-3 Euro so mitgenommen habe. Und zwar dieses richtig zucker, duper, süße Pokémon-Kissen. Ich meine, come on, wenn ich mir was aus Japan importiere, dann wäre es bei mir ja wirklich seltsam, ich nichts mit Pokémon oder Dragon Ball mitgenommen hätte und dementsprechend. Wie ist das hier verpackt? Haben es gleich. Oh! Das ist flauschig! Oh! Oh ja, das ist schön weich, das ist zuckersüß, das ist angenehm weich. Das war Teil der, wir haben es genannt, Pokémon Collection Hidamari Live aus der Ichibankuji, also eine Lotterie. Und ja, wie gesagt, für 2 Euro ein Kissen, was angenehm weich ist. Zumindest der Vorteil war halt einfach, dass der Yen zum Zeitpunkt, wo ich das bestellt habe, unfassbar schwach war. Also wirklich richtig, richtig schwach. Das war der Wahnsinn. Und zumindest, ich musste noch 20 Euro Zoll Scheiße bezahlen, man kennt's, aber ja doch, das ist doch mal. Ist das süß oder ist das nicht, ist das süß oder ist das süß? Das ist halt mit den Startern der 9. Generation, die in meinen Augen mit die besten Starter der letzten Jahre sind, gerade vor Krokel heißt in Deutsch, ich kann den englischen Namen nicht. Dann haben wir noch 2 weitere Kleinigkeiten. Ach stimmt. Ah, da ist es. Okay. Ich war gerade kurz so, hä, fehlt da nicht gerade irgendwas? Ah, ne. So, wir haben jetzt zum einen diesen zuckersüßen Dragon Ball Acrylaufsteller mit Son Gohan und Krillin, damals halt im ersten großen World Tournament, an dem sie teilgenommen haben, wo Mutenroshi ihnen extra Anzüge geschenkt hat. Ach, das war süß. Ein bisschen OG Dragon Ball Liebe, das muss auch sein. Und dann noch diesen zuckersüßen kleinen Teller, Schale mit Bautz und Plinfa drauf. Ich schau mal eben, wie ich euch das hier schön zeigen kann. Das hier war, glaube ich, auch, ja, Ichibankuji, also in dem Fall der J-Preis. Sprich Lotterie. Und ja, es ist halt ein kleines Schälchen. Jetzt nichts weltweit, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich umgerechnet dafür überhaupt einen Yen, einen Euro bezahlt habe. Ja, ihr seht schon, das ist klein, aber irgendwie süß. Keine Ahnung, so ein kleines Snack für einen kleinen Snackteller oder so. Warum nicht, ne? Aber jetzt das, wofür auch ihr wahrscheinlich geklickt habt. Und zwar die zwei Sachen, die ich mir eben ersteigert habe. Und da war ich gerade eben tatsächlich erstmal ein wenig, ich sag mal, erschrocken, als ich gerade realisiert habe. Und zwar einmal eine Reproduktion von dieser Farbillustration von Kentaro Miura zu Berserk. Warum war ich da schockiert? Weil, ja, die Auktionsseite hat das Ding halt nur als Color-Reproduktion gelistet. Ja, ihr seht schon, das ist ein Canvas-Druck. Also tatsächlich sogar etwas hochwertigeres als
einfach nur normaler, simpler Druck. Ich finde das Motiv ganz süß. Es ist halt einer der wenigen, ich sag mal, nicht komplett düster wirkenden Berserk-Illustrationen. Und dementsprechend dachte ich, ach komm, ich habe da, ich glaube, 10 Euro oder so drauf geboten. Sieht ganz süß aus. Also einfach, ich weiß nicht, ich mag die Farbgebung. Ach, Miura Sensei ist ein Talent, das viel zu früh von uns gegangen ist. Leider, leider, leider Gottes. Aber der eigentliche Grund, warum ich überhaupt hier das Ding, ja, so überhaupt dann mitgeboten habe, war für dieses wunderschöne Artbook von Yoshikazu Yasuhiko. Für die Leute, die den Namen nicht kennen, weil Thomas, das ist an sich ein sehr bedeutsamer Name, nur in Deutschland kennen noch viele. Leider, leider Gottes nicht. Aber Yoshikazu Yasuhiko ist halt der Character Designer des Original Gundam Anime und auch der Mangaka hinter Gundam The Origin im Manga, den wir im Oktober, was meine ich, bei Manga Cult bekommen. Und ja, das Ding kostet ursprünglich 4000 Yen. Das ist halt ein Artbook, wo es sich so ein bisschen um die Geschichte der Welt handelt, mit Illustrationen von Yoshikazu Yasuhiko. Die teilweise auch wunderschön sind. Sommersen, den literarischen Text, also den historischen Text dazu kann ich nicht lesen, aber die Illustration ist es allemal wert. Jedoch, ich habe für das Ding keine 4000 Yen bezahlt. Ich habe 15.000 Yen bezahlt. Wahrscheinlich eine Mischung so, was, warum? Deswegen. Es ist signiert von einem der bedeutsamsten Schöpfer seiner Zeit, also unserer Zeit einfach. Ich meine, come on, Japan ohne Gundam heutzutage, das kann man sich halt gar nicht vorstellen. Und dementsprechend habe ich dafür gerne diesen stolzen Preis bezahlt. Es ist ein wunderschönes Artwork. Ich liebe Yoshikazu Yasuhikos Art-Style. Und ich finde das allgemein ein Artstyle, der im Westen viel zu wenig die Wertschätzung bekommen. Zum Beispiel mit Gundam hatte ich es bislang ja noch nicht so am Hut, aber ich freue mich enorm auf den deutschen Release und ich danke Manga Cult da wirklich, dass sie das nach Deutschland geholt haben und das ist, glaube ich, wirklich so jetzt einer der größten Schätze, sage ich mal, in meiner Sammlung. Aber ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, über ein Abo sowieso. Und ja, was sagt ihr dazu? Kanntet ihr Yoshikazu Yasuhiko im Vorfeld schon? Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.